Und ins neues Zeitalter, Age of Heroes, steht kurz bevor. Ich möchte mit euch hier einen neuen Start machen auf meinem eigenen Server. Dazu werde ich euch mehr sagen später. Aktuell bin ich noch alleine hier auf dem Server. Wir spielen hier in den Standardeinstellungen. Ich habe auch ein paar Veränderungen vorgenommen. Also die Erntemenge ist vergrößert und der Verbrauch bei der Herstellung ist etwas verringert. Ansonsten ist aktuell alles auf Standard. Unser erstes Ziel ist natürlich zu leveln bis Stufe 60 und dann natürlich angucken, was im Age of Hero Neues auf uns zukommt. Heute starten wir hier natürlich mit den Basics und unser Ziel ist es, eine erste Base zu errichten. Ja, nachdem wir jetzt wissen, dass wir hier nicht wieder wegkommen, sollten wir uns ein gemütliches Plätzchen suchen. Ich weiß auch schon, wo wir hingehen, wo wir bauen werden diesmal. Die Basics mache ich anhand der Schritte erstmal, die wir da oben rechts angezeigt bekommen. Da sollen wir als erstes mal Kleidung herstellen. Mach dir mal ein paar Schuhe. Der Sand ist heiß. Zieht sie das auch gleich an? Ja, tut sie. Sehr schön. Attributepunkte investieren. Wir gehen mit einem Beweglichkeitsbild diesmal. Aber das erste packen wir hier in Stehvermögen, um die Ausdauer zu erhöhen. Alles einsammeln, was hier unterwegs liegt. Wie immer in jedem Survival Game. Na, was haben wir denn da? Okay. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns hier erwartet. God's cursed this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. So, Steine sammeln, sagt er. Auch das können wir machen und Äste sammeln. Ja, das finden wir alles schon hier gleich auf unserem Weg zum Fluss. Wir gucken mal auf die Karte. Wir sind hier gestartet. Wir gehen hier runter und wir gehen ganz hier rüber. Hier möchte ich bauen. Und zwar, mir gefällt es da am Wasser mit der Oase. Wir haben schnellen Zugang hier in den Norden hier. Wir sind nah an Sepameru. Zur namenlosen Stadt ist nicht weit. Das ist natürlich weit weg. Aber hier muss man ja nach wie vor nicht so oft hin. Also, ja, und wir lernen eh das Reisen. Dann passt das schon. Gib mir noch ein Stöckchen. Mehr Stöckchen. Ich folge so, naja, wie ich mich kenne, nicht sehr lange den Reiseschritten hier, weil ich das dann irgendwie einfach vergesse irgendwann. Und ich weiß, man kann da gute Sachen auch bekommen. Ja, aber wie gesagt, wenn man dann irgendwas unbedingt haben möchte, dann muss man das dann halt gezielt in dem Moment machen. Genau, jetzt kommen wir hier gleich zum Fluss. Einen Ast bitte noch. Ich möchte mir natürlich schon gerne so die erste Waffe herstellen, bevor wir in bewohntes Gebiet kommen. Ja, hier haben wir gleich ein paar Äste, wunderbar. Und nebenbei immer Dinge aufsammeln und vor allen Dingen auch Hasern herstellen, hier diese hier, den Zwirn herstellen. Ich habe hier für diesen Server das Ganze ein bisschen hochgestellt, dass man ein bisschen mehr Materialien bekommt und weniger verbraucht. Aber die Einstellungen seht ihr auch unten in der Beschreibung. Ein Steinpickel sollen wir jetzt herstellen, dann machen wir das. Nee, nicht 12, einen bitte. Genau, und Steine ernten, jawohl. Wir müssen uns natürlich auch eine erste Waffe jetzt besorgen, ja. Mit dem Steinpickel kommen wir nicht wirklich weit. Und jetzt sollen wir eine Steinwaffe herstellen. Und was ich aber haben möchte, den packen wir da nochmal rein. Was ich haben möchte, sind hier unter Waffen die Scharmützler als erstes Mal. Und dann stellen wir uns ein paar Dolche her. Wunderbar. Und eine Bettstatt herstellen. Auch davon mache ich mir mehrere, weil wir wollen ganz sicher nicht zurücklaufen. Und wir sortieren hier einmal ein bisschen um. Ehrlich gesagt, können wir eigentlich wegwerfen. Das brauchen wir im Moment nicht und das auch nicht.
Davon bekommt man später wirklich genug. Bettstatt platziere ich gleich, wenn wir am Wasser sind. Ja, hallo, mein Freund. Ich hätte gern dein Fleisch. Nee, 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 komm hierher. Ich will dein Fleisch haben. Wunderbar. Da haben wir zwar ein bisschen gelitten, aber das war schon okay. Ein Hackmesser bitte und ein Steinabbeutemesser und eine Axt. Dann haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Und hier wollen wir das gute Fleisch haben. So, nachdem wir jetzt das erste gute Fleisch haben, nehmen wir uns hier sofort natürlich die Aloe mit. Ganz wichtig. Oh. Nicht gut. Ich habe noch keine, noch nichts, um meine Wunden zu verbinden. Deswegen hau ich mal ab. Wir können mal hier irgendwo unsere erste Bettstatt platzieren. Sehr gut. Bauen uns ein Lagerfeuer. Das müssen wir aber erstmal freischalten. Dann können wir es bauen und können da unser erstes Fleisch grillen. Diese Steaks sind am Anfang ganz gut, weil sie uns 2 Punkte Heilung geben. Brauchen wir. Wir brauchen Holz. Also hiermit können wir eigentlich mal anfangen. Ja, so. Aber wir bräuchten ein bisschen mehr Holz. Einen Gegner töten sollen wir als nächstes. Wir machen uns schon mal Aloe. Ich stelle 10 Aloe her, weil wir könnten zwar mehr herstellen, aber das ist schwer und die Blätter sind leichter. Also reichen mir diese 10 Aloe. Die legen wir uns dann da unten rein. Und dann können wir hier schon mal das erste Fleisch rausnehmen und schon mal einen Aloe-Drink uns genehmigen und ein bisschen Wasser trinken. Wieso geht denn mein Wasserhaushalt so extrem schnell runter? Wir gehen einmal davor und reden kurz mit Arkos. Another new one, Und eh? lernen höflicher Beifall. Höflicher Beifall. Sehr schön hat sie das gemacht, ne? So, unser Fleisch oder zumindest das meiste davon müsste eigentlich fertig sein. Ja, auf jeden Fall ausreichend, sagen wir mal so. Das nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Wir folgen hier einfach dem Fluss. Vermeiden Gefahren, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Nehmen Aloe mit und Eisen zum Beispiel, falls wir sehen, wobei viel tragen können wir nicht mehr. Und kämpfen mit Feinden, von denen wir wissen, dass wir mit ihnen klarkommen. Sehr gut. Ja, jetzt will er, dass ich eine Bandage herstelle. Jetzt habe ich keine Pflanzenfasern mehr. Super. Gib mir mal ein paar Pflanzenfasern. Ich würde zwar gerne deine Haut mitnehmen, aber wir haben keinen Platz dafür. Und dann haben wir das hergestellt und ja, genau. Und jetzt sollen wir das benutzen. Reise. Wir sind hier bei diesem Reiseüberlebender.
Und das haben wir alles jetzt schon erledigt. Das machst du im Prinzip automatisch. Also das waren jetzt die Basics sozusagen, die wir da abgeschlossen haben. Wir nehmen auf jeden Fall die Aloe mit. Wobei da, wo wir hingehen, gibt es auch Aloe. Aber das ist jetzt sozusagen unsere Ration für unterwegs. Ja. Was bist du? Ja, komm. Auf unserem Weg kommen wir hier an Algars Aussichtspunkt vorbei. Es ist schon ein bisschen duster. Warte mal, ich guck mal. Kann ich mir eine Fackel machen? Ja. Wir haben auf unserem Weg immerhin schon Stufe 9 erreicht. Ich habe alle ja, die kleineren Tiere unterwegs kaputt gemacht und geerntet. Und hier lernen wir den kitanischen Tanz. Genau, und wenn wir mal hier runter gucken, dann sehen wir hier, da unten ist ein Dafari-Camp und da ist unser erster Boss drin, den wir bekämpfen wollen. Ich zeige euch auf der Karte, wo ich bin. Ich bin hier an Algars Aussichtspunkt und ja, da haben wir den Tanz gelernt. Hier haben wir eben runtergeguckt und wir laufen jetzt hier um die namenlose Stadt herum und gehen dann hier. Hier durch dieses Tal Richtung Sepameru, an Sepameru oder durch Sepameru durch und dann hier in diesen Bereich rein. So, und hier erwartet uns, hier gibt es ein paar vielleicht Hyänen oder so, die kann man aber umlaufen, wenn du so willst. Es ist also relativ easy zu machen. Hier ist nicht viel los. Wüste. Da ist eh der Zaun, wo wir nicht durchkommen. Ach ja, und in diesem Tal, hier in der Region sowieso, da gibt es Unmengen an Eisen und auch Kohle, glaube ich. Das lohnt sich immer, dahin zu gehen zum Ernten von Eisen. Ungefährlich, gut machbar. So, schaut mal hier. Hier ist das Tal, von dem ich gesprochen habe. Und da oben sehe ich zum Beispiel Kohle. Überall liegt hier Eisen. Also. Wenn du hierher kommst zum Ernten von Eisen, so einmal, weiß ich nicht, das Pferd voll machen oder das Kamel oder den Träger, den du hast und dich selber, das bringt es auf jeden Fall. Und es ist hier nichts los, ja. Übrigens auch ein schöner flacher Bauplatz hier. Und da vorne sieht man schon Sepameru auftauchen. Was ja auch für uns total ungefährlich ist. Also der Großteil von Sepameru ist für uns ungefährlich, nicht alles. Die Nashörner sind nicht so ungefährlich, die umgehen wir ein bisschen. Und im Grunde genommen wollen wir später dann so grob in die Richtung da. Aber wir gehen einmal hier durch. Hallo, ich bin neu hier. Ich bin die Donna. Ja, also hier könnt ihr problemlos reingehen, falls ihr das noch nicht wisst. Und hier oben auf diesen Türmen und Dächern liegen überall, sind überall Kästen mit Dekoartikeln, mit Waffen, mit Schätzen, mit Gold. Also auf jeden Fall mal so eine Tour über die Dächer von Sepameru zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Hier gibt es auch gute Handwerker immer mal wieder. Oder Named Handwerker, Named Bogenschützen, alles Mögliche findest du hier. Und Conan wohnt hier. Und in diesem Bereich hier, da, in diesem Bereich, da wollen wir erstmal auf jeden Fall nicht rein, denn die sind nicht freundlich. Das sind so Banditen. Genau. Deswegen umgeben wir die. Also hier gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Hier gibt es auch einen Dungeon. Ja, das machen wir aber alles später. Es gibt ja auch Händler, fällt mir gerade ein. Noch, wir kommen jetzt hier zu dem Markt. Ja. Und wir haben hier unseren ersten titanischen Händler, der die Köpfe oder die Schädel von Zauberern haben will.
bei dem wir einkaufen können. Kämpfer kann ich kaufen, Arbeiter kann ich kaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Solange jetzt dieses Kapitel, das neue Kapitel noch nicht gestartet ist, lohnt es sich allemal, hier zu den kitanischen Händlern zu gehen, ihnen Magierschädel oder ganze Magier sozusagen zu verkaufen und bei denen hier einzukaufen. Was hat er hier? Nachschubmaterialien, Kisten, lohnt sich auch. Und dann müsste noch, da ist der dritte. Ne? Ja, da können wir halt diese Ausrüstung des verrückten Propheten kaufen. Die habe ich oft an in meinen Videos, da werde ich mal gefragt, wo ich die her habe. Die konnte man mal irgendwann lernen in irgendeiner Quest. Das gibt es aber nicht mehr, aber mittlerweile kann man sie eben hier kaufen. Nur hat jeder Händler was anderes. Er hat jetzt halt hier die Schuhe und dafür braucht man diese Obolus. Und die Obolus bekommt man auch für die Schädel oder für die Zauberer insgesamt. Stahl, Großaxt, Willensbrecher, hier Knüppel, dann verschiedene Rüstungen. Ich habe da mal ein eigenes Video auch gemacht, da kommt das vor. Das könnt ihr euch angucken, das verlinke ich euch auch. Oh, Sandsturm. Und wir haben noch keinen Schutz, das ist schlecht. Würdet ihr mich hier durchlassen? Nein, danke. Der Einzige, der vom Sandsturm betroffen ist, bin ich. Das reicht mir jetzt schon hier als Zuflucht, damit ich nicht vom Sandsturm erwischt werde. Wir haben noch keine Sandsturmmaske. Wir können mal eben, während der Sturm tobt, einfach mal gucken in unser Wissen, ob wir die eigentlich theoretisch schon bauen können. Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht auswendig. Nee, die können wir noch gar nicht bauen. Level 30, also da sind wir noch ziemlich weit entfernt und da müssen wir Eisen können und Rüstungsmacher freigeschaltet haben. Also das können wir noch nicht. Bleiben wir also hier stehen und warten ab. Haben wir gerade Glück gehabt, dass wir hier waren. Gut, du kannst auch natürlich mit Aloe-Tränken dagegen ankämpfen dann. Das geht auch. Oder auch mit Verbänden, also das ist schon auch möglich. So, das war's schon. Hat sich schon beruhigt. Gleich scheint die Sonne wieder. Mensch, und ich hatte eben auf dem Server versprochen, heute kommt kein Sandsturm. Naja, so ist das halt mit den Wetterberichten, ne? Wir nähern uns unserem Zielgebiet. Hier gibt es so ein paar Oasen. Das ist eben sehr nahe zu Sepameru. Es ist eigentlich relativ gut nahe zur Mitte der Karte, würde ich jetzt sagen. Und zum auf jeden Fall gut erreichbar ist der Norden. Und hier haben wir jetzt schon den Bereich, also mit ihm wollen wir aktuell gerade noch nicht kämpfen. Hier gibt es schon ein paar ordentliche, gefährliche Kreaturen so zwischendrin. Also von diesen Schieferrücken gibt es ja unterschiedliche. Die Oase von Neket. So, was bist du für einer? Das ist ein normaler. Der mich da jetzt verfolgt, der hat einen Todeskopf. Das ist kein normaler, ja. Das ist schon ein Miniboss. Wir legen erstmal hier eine Matte hin, bevor wir uns um die kümmern. Ich finde das hier richtig schön und ich denke, man kann hier so in der Mitte anfangen und kann dann eine Verbindung hier auf diesen Bereich schaffen. Was sind wir denn? Wir sind Stufe 10, 1,5. Auf dem Weg hierher sind wir also bis Stufe 10 gekommen. Nur durch Bekämpfen von solchen Schieferrücken meistens, ein paar Krokodile unterwegs. Also ganz gut machbar, auf diesem Weg hierher zu kommen. So, dann räumen wir hier mal auf. Okay.
2 haben wir. Ja, die sind jetzt natürlich alle sauer. Ist ja klar. Mal weg hier. Jetzt haben wir nur noch den Dicken. Das war knapp. Im nächsten Step habe ich mich dann auf den Weg gemacht, hier die Materialien zu ernten, die wir zum Bauen brauchen, und habe gleichzeitig auch noch Kohle und Eisen, was hier rumlag, mitgenommen. Ja, die letzten Stunden habe ich damit verbracht, dieses kleine Dorf hier aufzubauen. Das ist so ein bisschen inspiriert durch, sage ich mal, marokkanischen Stil, unterschiedliche Ebenen, viele kleine Gebäude, die so ineinander fließen. Benutzt habe ich dafür unbearbeitetes Holz. Das ist zu dem Sandstein dazu gekommen, irgendwann im letzten Jahr mal. Das ist ja der Standard hier, Sandstein. Und dann habe ich auch Strandgut benutzt, was mit dem Isle of Scepter DLC als erstes kommt. Das sind die Sachen, die ich hier benutzt habe, um das Ganze zu bauen. Es gibt hier eine schöne Brücke. Es ist natürlich einfach. Wir haben im Moment noch nicht viele Materialien, ne? Ich bin aber ganz zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Wir haben hier so kleine Workshops, also Werkstätten, meistens mit einem Dach, auf dem man ja im Süden gerne mal auch lebt. Hier kann man sogar aufs nächste Gebäude raufgehen. Dann hier auch ein größerer Handwerksbetrieb. Wie ihr seht, ist alles noch nicht eingerichtet. Also ich zeige es euch jetzt wirklich, nachdem ich es gerade hier fertig gebaut habe. Hier ist nur eine Etage. Ach ja, ich habe hier ab und zu diese Fenster benutzt. Ich finde die ganz schön. Ja, kann man auf und zu klappen. Dann haben wir hier einen etwas größeren Workshop mit einer zweiten Etage drinnen. Und alles hat irgendwo auch eine Terrasse bekommen. Also es gibt hier kein Gebäude, wo man nicht auch draußen etwas machen könnte. Ich habe teilweise diese Dinger hier benutzt. Das kommt aus dem unbehandelten Holzzusatz. Und das sind eigentlich so Schornsteine oder Elemente von einem Schornstein. Und ich habe die benutzt, um hier zum Beispiel solche Ecken einzufügen. Hier geht es dann in meine privaten Gemächer, wenn ihr so wollt. Der Wohnturm. Wir haben hier im Moment ein Bett drin stehen. Das ist alles. Hier geht es nochmal auf eine Terrasse raus. Hier kommen wir hoch. Ja, schön hell und luftig. Weitere Terrasse hier, wo man eben alles gut überblicken kann. Und die Idee ist, dass sich später diese ganzen Handwerksbetriebe sozusagen in diese Richtung, da wo ich gerade gucke, ausdehnen.
Da kommt ja noch so viel auch dazu, was man braucht. Wir brauchen ja viel Platz. Das wird später hier komplett abgerissen und da soll dann ein Palast hin. So der Plan. War ich hier schon? Hier ist noch ein weiterer Balkon. Man könnte sich natürlich auch in die Richtung noch ausdehnen. Ich bin eh immer darüber gegangen. Da gibt es ganz viel auch Kohle, Eisen und so weiter. Ich zeige euch nochmal auf der Karte, wo ich mich jetzt genau befinde. Das ist hier. Und dann haben wir als letztes noch zwei ganz kleine Workshops. Hier direkt nebeneinander. Auch die haben diese Marktfenster bekommen. Die verkaufen halt ihre Waren direkt nach draußen, denn wenn wir denn mal Bewohner haben. Und die können auch hier hochgehen, haben hier eine gemeinsame Terrasse nochmal. Das hat mir natürlich dieses ganze Ernten und so hat mir ein bisschen ein paar Stufen gebracht, aber jetzt nicht so viel. Also wenn du Steine hackst oder Eisen, dann bekommst du jetzt nicht so wahnsinnig viele XP dazu, aber doch ein paar Stufen hat es mir hier schon gebracht. Ja, der nächste Schritt ist jetzt, und dafür habe ich auch schon Eisen und so gefarmt, dass wir eben die Produktion in Gang bringen. Ne? Also Eisenwaffen wären jetzt schon ziemlich wichtig als nächster Step. Da gucken wir mal ins Wissen rein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich es eventuell schon freigeschaltet hätte. Ah ja, das habe ich schon alles freigeschaltet, genau. Also wir brauchen den Gerber, wir brauchen die Eisenwerkzeuge, den Schmied natürlich, den Zimmermann. Auch damit können wir schon eigentlich weitermachen. Ja, wir haben noch ein paar Punkte. Einfache Kisten haben wir. Wir haben auf jeden Fall das verbesserte Lagerfeuer freigeschaltet. Genau. Und ich habe hier unten auch schon mal den Tierbändiger hier freigeschaltet. Und den Stallmeister schalte ich auch mal frei. Wir wollen uns nämlich dann, wenn die Eisenproduktion durchgelaufen ist, wollen wir in den Norden gehen, wollen uns da ein Pferd holen. Und wollen uns schneller leveln. Jetzt bauen wir mal als erstes die Schmiede und all die anderen Werkbänke, die wir so brauchen, hier auf. Ich dachte mir, die Küche kommt hier vorne rein. Die braucht erfahrungsgemäß jetzt nicht so viel Platz. Ich muss nur mal gucken, wo sitzt der Koch später. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, wir machen das mal hier so ein bisschen in die Ecke. Das können wir ja später dann noch umstellen, wenn wir einen Koch haben. Für diese ganze Deko und so werde ich als nächstes gehen nach Sepamiru und dort auf den Dächern die ganzen Kisten leer machen und gucken, was ich da finde. Hier dachte ich, kommt die Schmiede hin und diese ganzen Werkbänke. Das wird eh nicht, vom Platz her wird das jetzt nicht ewig reichen. Aber erstmal schon. Die braucht dann schon Eisen. Dann haben wir hier den Gerbertisch, die Gerberei. Vielleicht können wir die hier unterbringen. Und das war der Zimmermann. Und dann eben die Werkbank. Die stellen wir direkt daneben. Ja, ihr seht schon, das ist schon knackig hier. Zaubern wollen wir noch nicht. Und dann haben wir noch Alchemie. Diese beiden Sachen, aber da brauchen wir jeweils Eisen dafür. Von der Alchemie habe ich gedacht, das kommt dann da in das hintere Gebäude rein. Ja, es wird schon gut voll. Ich glaube, das waren dann erstmal Gerbertisch. Die Sachen, jetzt brauchen wir dann eben entsprechend Eisen. Eisen findet man hier in der Gegend ausreichend auch. Was habe ich denn jetzt hier? Schon was, was ich reinpacken kann? Nee, aber ich weiß, was ich hier schon mal reinpacken kann. Nämlich die Rinde. Als Brennstoff. Und dann da kommt da natürlich das Leder dazu. Und jetzt hole ich die Kohle und das Eisen. Und dann starten wir die Eisenproduktion. Ups, das soll dann natürlich nicht sein. Okay, ja. Lange werden wir hier jetzt nicht wirklich drin wohnen können. Dafür ist das viel zu klein, aber es ist ein guter Start. So, dann mach mir bitte Eisen. Meine Lieben, das war's für heute. Ich
hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr im Detail wissen wollt, wie man einen guten Start machen kann in Conan Exiles, verlinke ich euch unten noch eine entsprechende Playlist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.